Und damit begrüße ich euch wieder recht herzlich zu einer neuen Folge State of Decay hier bei eurem Bombardin. Schön, dass ihr wieder dabei seid, meine lieben Loot-Freunde. Wir legen wieder los. Ich hatte jetzt tatsächlich eine kleine Zwangspause, denn ein neuer PC kam zu mir. Ach, huch, was ist hier los? Ich wollte euch gerade vom neuen PC erzählen, mit dem ich jetzt aufnehme. Ich hoffe, es funktioniert alles. Das wollte ich euch auch noch sagen. Ja, mal gucken, ne? Ich weiß es nicht. Das wird sich testen lassen. So, Walker hat scheinbar eine neue Quest für uns. Und ich würde sagen, warum eigentlich nicht, oder? Wir übernehmen Walker, auch wenn man nicht so wirklich brauchen. Aber Waffen für alle, das klingt doch prima, oder? So, wer auch immer die Waffen kontrolliert, kontrolliert die Stadt, oder was? Ich sollte mit Cenk sprechen. Oh Mann, das ging alles so schnell jetzt. Ich habe doch nur Deutsch studiert. Glaubt ihr denn, ich kann so schnell lesen? Mensch. So, wir reden trotzdem mal mit Cenk über die Enklave der Waffenhorter. Cenk sieht nicht gesund aus. Da sind ein paar Waffenhändler im Haus ohne Einfahrt, die sich die glücklichen Camper nennen. Das ist aber ein schöner Name für einen Waffenhändler. Alter. Das ist ja wie im Kriegsgebiet hier. Sie haben einen großen Vorrat an Waffen, die höchstwahrscheinlich alle gestohlen sind. Oha. I'm sure you'll be fine, hon. Mhm. Ja, das denke ich auch. So, gucken wir mal ganz kurz nochmal in die Gemeinschaft rein. Ist Glover fit? Ja, oder? Kein Garten. Infektionsherde gesichtet. Ermutigt von Walker. Neuester Kill, Tobsüchtiger. Walker, Ziel von Mitgefühl. Ach, Walker, du bist ein guter Mann. Ich sag's dir. Ich mag dich. Scheiße. Ja, ich wollte gar nicht. Ich wollte außenrum. Mensch. Was macht sie da oben eigentlich? Okay, jetzt kraxelt sie rum. Ihr seid alle nicht ganz knusper, meine Freunde. So, wo ist denn Walker? Den würde ich gerne mitnehmen. Spring durch ein Fenster, ja. Warum nicht? Kann ich euch übrigens auch allen nur empfehlen? Tut es einfach mal. Springt mal durch ein Fenster. Da habt ihr ganz viel Spaß dabei. Das ist überhaupt nicht... Oh, das ist doch hier... Das ist doch Glover, der hier so rumballert, oder? Ja, da steht er. So, komm mal mit, Kollege. How's it hanging? Was? So, you down to help with something? I'll be right behind. Mitkommen, sonst gibt's kein Mitgefühl mehr. Mein Freund. So. Wie sieht's aus? Ist das Auto? Oh, gar nicht fit. Ja, müssen wir nochmal kurz mal tanken gehen. Glover, ich hol mal schnell Benzin. Ich hol Tank, weißt du? So, wo haben wir's? Boah, ich will hier nur noch raus. Gebt mir das Geballer auf den Sack. Alter Finne. Munition haben wir, glaube ich, genug. Das passt. Ich gebe euch bald nur noch Armbrüste. Die sind nicht so unangenehm im Köpfe, in den Öhrchen. So, wir haben echt, haben wir keinen? Sag mal, haben wir kein Benzin mehr? Also entweder ich habe es übersehen oder aber wir brauchen tatsächlich einen Benzinkanister. Ist auch nicht schlimm. Können wir uns von drinnen holen. Ja, warum auch nicht? Ich sag doch, springt durch das Fenster, das macht Spaß. Ach, Glover, ey. Mann. Und du sollst unser Anführer werden. So. Meine Fresse. Und dich habe ich als Anführer. Das ist doch... Wer schießt hier die ganze Zeit? Reparieren, glaube ich, müssen wir nicht. Oder? Das hält noch, das Auto. Aber aufgetankt werden muss es. So. Wir tanken mal. Und dann fahren wir mal zu den glücklichen Campern. Und gucken, ob die noch länger glücklich sein dürfen. Oder ob wir ihnen das Glück künftig verwehren.
So, weil mit Waffenhortern wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Das sind böse Menschen. Beziehungsweise, wir müssen ja aufpassen, es könnte ja sein, dass uns die irgendwann angreifen, ne? Mit den ganzen Waffen, die sie da haben. Yo, they're on the loose here. Ja, ja. Den müssen wir irgendwann mal zur Seite räumen, in diesen Tobsüchtigen. Die Tür funktioniert noch, also mehr oder weniger. Shall we discuss a proposal I have? In person would be best. Ich möchte nichts besprechen. Na, hast du wieder gepupst oder was? Weil du die Tür öffnest. Bisschen für Durchzug sorgen. Warte mal, ich mache auch mit. Jetzt macht er nicht mit. Feigling. So, einmal hier rum. Und vorsichtig, da ist so ein schönes Seuchenherzchen drin. Das muss man natürlich auch noch alles machen. Seuchenherzen gezielt farmen. Aber nicht jetzt. Jetzt haben wir was anderes zu tun. Und ich glaube, ich muss mal eben noch den Sound ein bisschen leiser stellen. Sonst kommt der Sound des Spiels meiner zarten Stimme in die Quere. Ihr kennt mich doch, ich bin ja so leise immer. So, jetzt sollte besser sein. Ja, mach halt jetzt die Tür auf. Meine Güte. So, jetzt ist hoffentlich besser. Ich bin mir nicht sicher. Mal kurz gucken. Oh, ich sehe gerade, ich muss nochmal schnell. Moment. So, jetzt aber. Jetzt passt das Ding. Don't push me, alright? Don't you fuck around with this, Governor. Bird. Oh. Entschuldigung, ich glaube, ich habe euer Schildchen kaputt gemacht. Yo, we got a horde here. Ja. Das, finde ich jetzt auch gerade nicht so geil. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Wir schauen mal, was die Zombies so machen. Zombie on the move. So, Freunde, der Spaß beginnt. Walker, was machst du? Nicht Walker, Glover. Okay. So, hier haben sich die glücklichen Camper verschanzt. Ich weiß, noch sind sie neutral, sie sind nicht feindlich. Wir werden Bird auf jeden Fall locked mal. Up. Wir werden Bird ganz freundlich konfrontieren. So, okay, da sind die Zombies rein. Wir müssen erstmal alles sichern hier. Lass mal gucken. Alter, sind das die Vorräte? Holy shit. Wir nehmen die erstmal aus. Und dann gucken wir weiter. Mira Esther. Oh, ein Computerbuch. Sehr, sehr schön. So, Bird, pass mal auf. Das mit den. Ah, warte mal. Wo sind denn seine Kollegen? Nicht, dass wir dann. Weißt du. Nehmen wir mal an, wir haben gleich Krieg hier drinnen. Ah, my favorite. Dann sollten wir auf jeden Fall wissen, wo seine Kollegen sich aufhalten. Das sind drei Leute. Da ist Carpenter und da ist noch einer. Emmy, okay. Auf die müssen wir aufpassen. Ich weiß ja nicht, wie das endet gleich. Das kann in Kämpfen enden. Das kann sich in Wohlgefallen auflösen. Bird. Wenn du Waffen willst, musst du den Marktpreis zahlen. Ich muss sagen, das sind drei Leute, ne? Weißt du was? Ich habe ein besseres Angebot. Gib mir die Waffen und behalte dein Leben, du Arsch. I'm gonna put you in the fucking ground! Wirklich. So, der ist tot. Hold on now. Sure we can work something out. Just what I said was gonna happen. Carpenter, bleib doch mal da. Kollege? Hilfe. Hilfe. Carpenter, hallo? Ah, okay. Okay. So. Oh, ja, hinrichten machen wir nicht. Lass fallen, was du hast und verschwinde von hier. I appreciate that. Ja, Carpenter. We now have more weapons and fewer enemies.
This is the road to peace. Shit, man. That was hardcore. Es war etwas hardcore, aber ganz ehrlich. Yo, we know that guy. Was, den kennen wir? Das ist auf jeden Fall tot, ne? Oh ja. Got no room for that. Waffen. Ultraleichter Rucksack, nice. Okay, da haben wir noch Emmy. Wunderbar. Gut, pass mal auf, wir. Ach, wir können eigentlich ihm auch ein bisschen. He's gonna make an outpost for sure. Pass mal auf, Vamos. Du nimm mal mit. That is a lot to carry. Ja, ja, ja. What's going on? So. Lead the way. Dann holen wir mal das Auto. Da geht, we got mad infestations around here. Da geht kaum was rein. Eine Katana-Machete, das hört sich. Darauf habe ich Lust. Ich glaube, da hat jemand eine Magenverstimmung. Zumindest hört es sich danach an. Oh, shit. Das war knapp. Ach, da kratzt er da drüber. Okay, Katana-Machete. Bam! Bam! Der kommt uns nicht mehr in die Quere. Okay. So, dann holen wir uns noch. Boah, das ist so schönes Zeug und ich kann nicht alles mitnehmen, glaube ich. So, erstmal hier zumachen, genau. Und dann richtig hingehen. Jetzt. Ich muss sagen, ich mag die Spielweise von Walker ja schon recht gerne. Aber, oh, RTX Crusher, das natürlich, ne? Also, das ist natürlich heftig. RTX. So, okay, pass mal auf, wir schmeißen mal diese Röhre weg. Ach, damn, this shit is heavy. Ja, RTX Crusher, das ist schon ein geiles Ding, du. Kabar braucht man nicht, aber diesen rote, klaue Wanderrucksack, den würde ich, glaube ich, noch ziemlich feiern. What up? Vamos. Schauen wir mal. Oh Gott, jetzt kann ich sie gar nicht mehr durchsuchen. So. Also ich glaube, das Kampfmesser können wir durchaus wegwerfen. Die Bowie-Machete würde ich vielleicht auch austauschen. Ich weiß jetzt, die Granate, ne, die hätten wir im Dings gehabt, aber lass mal. Lass mal stecken. So. Mission erfüllt. Walker, du darfst zurückfahren. I'll be right behind. Wir haben es geschafft. Ja. Glover steht auf dramatische Auftritte, wie man sieht. Oh, warte mal, was denn? Menü? Was ist hier noch? Habe ich hier noch was zu tun, oder? Ach, sag mir jetzt nicht, da muss ich nochmal looten gehen. Ach, herrje. Ach so, das war gerade das. Das war der Map-Marker. More to see. Hat uns aber immerhin zu dieser tollen Armeekappe geführt. Die wir auf jeden Fall mitnehmen. Und ich glaube, Ethanol können wir auch mitnehmen. Und zwar. Hilfe. Und zwar, indem wir zu Glover wechseln. Der hat nämlich schon Ethanol dabei und kann das noch mitnehmen. Wunderbar. So. Ab nach Hause. Also ich mag Walker ganz gerne. Obwohl ich es ein bisschen komisch finde, weil am Anfang wirkte Walker eigentlich wie ein ganz korrekter und freundlicher Dude. Und jetzt auf einmal. Lot of plague zombies around here. Und jetzt auf einmal macht er einen auf Hardcore Raider, ne? Also es ist irgendwie schon ein bisschen. Oh. Okay, ich kann gerade nicht. So, jetzt geht's. Hoffentlich. Schnell. So, ab die Post. Hier ist mir ein bisschen zu viel los. Wir fahren heim. Hat er schon wieder gepupst. Er hat eindeutig. Warum sonst würde er die Tür öffnen hier.
Der will, dass er schön rauszieht. Ich meine, ihr kennt das bestimmt, oder? Also, mir ist das selbstverständlich noch nie passiert, aber ich stelle mir das natürlich immer so vor. Du sitzt in deinem Auto und dein Magen lässt plötzlich ein lautes Grummeln erklingen. Und du merkst so, oh je, es ist Zeit, ein bisschen Dampf abzulassen. Quasi das Ventil zu öffnen. Und genau dann kommt dieser eine Moment, wo du dir denkst, oha, ich glaube, ich sollte das Fenster runterlassen. Denn sonst könnte das tatsächlich sehr unangenehm werden. Geruchstechnisch. In so einem beengten Raum, vor allem auch noch bei Hitze. Aktuell im Sommer. Okay, pass mal auf, wir... Ich würde die gerne erledigen. Aber... So... Ah, scheiße! So habe ich mir das nicht gedacht. Du kriegst aufs Maul, Freundchen. So. Ich wollte die eigentlich leise erledigen. Genau so wollte ich sie erledigen. Und mir so ein bisschen Einfluss verdienen. No more shooting for me. Was? Das war's? So was. Na gut. Better drop that bloater before it gets too close. Was ist das, Bloater? Okay, pass auf, dann müssen wir mal zu Walker. Wechseln. Bloater muss hier nicht... Bloater brauche ich jetzt nicht. Oh ja, ihr seht schon, da ist alles ziemlich... Ah, da ist er. Er ist geplatzt. Hey neighbor, we found a location for a clinic, but the zombie situation is out of control. Can you help us out? Na klar, Alberta. Selbstverständlich helfen wir dir. So. Ja. Yeah. Okay. Aber die Sache ist, wir müssen erstmal überlegen, mit wem. So langsam gehen uns die Charaktere. Ach Gott, hier ist schon wieder. Hör auf zu schießen! Meine Fresse! Wir müssen uns so langsam überlegen, tatsächlich mal neue Leute aufzunehmen. Weil ich irgendwie nicht mehr mit allen Charakteren was machen kann. Wir haben jetzt zwei, die gegen die Infektion kämpfen. Ich vermute mal, Walker ist gerade auch nicht unbedingt fit nach dieser Mission. Glover ist sowieso kaputt gerade. Vamos. Weil der hat Infektionen netterweise abbekommen, weil er völlig alleine losgerannt ist, wie von der Tarantel gestochen. Also so langsam aber sicher gehen uns die Leute quasi aus, mit denen wir unterwegs sein können. Gefahrlos unterwegs sein können, versteht sich. Also da müssen wir tatsächlich demnächst mal gucken, dass wir uns neue Leute heranschaffen in unsere kleine, aber feine Gemeinschaft. Ich meine, die Betten... Es ist so schön. Ich meine, kleine, aber feine Betten hätten wir ja. So ein bisschen Baumaterial, dann hätten wir noch mehr. Take a look at what I just delivered. Ach, guck mal. Und Schmerzmittel haben wir auch. Super. Genau. Ja, das soll es aber jetzt erstmal wieder gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich selbstverständlich sehr über eine positive Bewertung und einen lieben Kommentar. Und ja, das war's. Macht's gut. Habt noch einen wunderschönen Tag. Ciao.